Mein Name ist Sascha Förster und ich bin Teil des Organisationsteams des Barcamps Bonn. Wir machen das zusammen mit Johannes Mirus und unseren Mitarbeitern bei Bonn Digital, Hanna und Jenny. Was ist eigentlich ein Barcamp? Ein Barcamp ist eine Veranstaltung, die von den Teilnehmern selbst gefüllt wird und organisiert wird. Wir stellen nur die Rahmenbedingungen her. Wir sorgen dafür, dass es Essen gibt, dass es einen Termin gibt, dass eine Location da ist, dass die Menschen zusammenkommen können. Und danach gestalten die Teilnehmer ihr Programm selbst. Wir haben keine Vorgaben, wer wann wie spricht. Und das sorgt dafür, dass diese Veranstaltung auf Augenhöhe stattfindet, weil jeder Teilnehmer selbst sein Wissen weitergeben kann und Wissen erhalten kann. Also quasi ist das eine ausgedehnte Pause bei einer Konferenz, wo man miteinander ins Gespräch kommen kann, neue Dinge kennenlernt, kurz Dinge anreißen kann, diskutieren kann und danach in Kontakt bleibt. Barcamps kommen aus einer digitalen Szene. Die wurden zum ersten Mal 2004 in der Nähe des Silicon Valleys in Kalifornien gemacht und damals hießen die noch FooCamp. FooCamp, das steht für Friends of O'Reilly. Dieser berühmte Verleger Tim O'Reilly hat damals seine Freunde eingeladen und hat genau dieses Programm von seinen Freunden zusammenstellen lassen. Aber das war eine sehr exklusive Veranstaltung. Niemand anders durfte dazukommen, außer die Freunde. Also haben andere Leute gesagt, wir machen daraus das Barcamp, also nicht Foo, sondern Bar. Das sind Platzhalter in der Informatik. Foo wird ersetzt durch Bar. Und so wurde das eine Veranstaltung, die gestaltbar ist, wenn man das auf Deutsch übersetzen möchte. Also die Teilnehmer gestalten dieses Barcamp selbst und sie sind diejenigen, die hier ihr Wissen weitergeben können. Das haben wir 2013 haben wir überlegt bei der Republika in Berlin, dass wir so eine Veranstaltung auch in Bonn machen möchten. Und 2014 hat die Veranstaltung dann zum ersten Mal stattgefunden. Jetzt sind wir schon mehrere Jahre in Bonn unterwegs, haben auch verschiedene Themenbarcamps und sind ganz fröhlich darüber, dass so eine lokale Vernetzung entsteht. Das war auch damals unsere Absicht, dass wir diese vielen kleinen Gruppen und Communities, die es in Bonn gibt, die sehr digital sind oder eben noch nicht so digital sind, dass sie zusammenkommen, sich austauschen, ihr Wissen weitergeben und damit Bonn digitaler wird. Das ist eigentlich der Hintergrund der ganzen Geschichte. Und im Hintergrund kann man sehen, dort treffen die Leute sich, sie unterhalten sich, sie tauschen sich aus. Hier ist das Programm zu sehen. Das Programm wurde heute Morgen von allen Teilnehmern gestaltet. Wie läuft so ein Barcamp ab? Morgens kommen erstmal alle zusammen in einem großen Saal und stellen sich selbst vor. Das machen sie relativ kurz. Sie sagen ihren Namen, ihren Beruf vielleicht und drei Hashtags, drei kurze Schlagworte, die sie selbst beschreiben. Und weil das alle Teilnehmer machen, lernt man sich sehr gut kennen. Also man hört Fußball oder jemand interessiert sich für die Universität oder hat ein Hobby, was einen interessiert. Sofort merkt man sich das Gesicht, man hat eine Verbindung, man ist im Gespräch. Es gibt noch eine Barcamp-Regel, die heißt, man ist per Du unterwegs. Also heute wird sich den ganzen Tag geduzt. Das soll auch wieder die Augenhöhe wiederherstellen, dass wir miteinander auf einer Ebene sind. Egal ob Professor und Student, jeder kann sein Wissen weitergeben. Danach geht es in die Sessionplanung. Der Stundenplan ist am Anfang des Tages leer. Es gibt nur Räume und Zeitpunkte. Jeder kann nach vorne kommen und sagen, ich möchte ein Thema präsentieren oder ich habe eine Frage oder kann mir jemand etwas erklären? Das habe ich nicht ganz verstanden. Egal was, man muss nicht vorbereitet sein. Man kann einfach nach vorne kommen. Man füllt einen Zettel aus, schreibt seinen Namen und den Titel der Session drauf und kann dann das dem Publikum präsentieren. Danach wird abgestimmt per Handzeichen, wer hat Interesse und was viel Interesse hat, das kriegt einen großen Raum, was weniger Interesse hat, wird eher in einem kleinen Raum stattfinden. Und danach geht es eigentlich los. Vorher sind die Leute sehr skeptisch. Die fragen sich, was passiert eigentlich bei einem Barcamp, wer ist überhaupt da, welche Themen werden da gesprochen. Aber danach hat man ein Programm gehabt, was das Publikum selbst gestaltet hat und was ihm besonders gut gefällt, weil das Publikum, so sage ich, kriegt das Programm, was es verdient hat. Und damit sind die Leute am Ende des Tages sehr glücklich, haben sehr viele Menschen kennengelernt, haben sehr viel Neues gelernt und bleiben auch danach digital in Kontakt. Zu jedem Barcamp gehört auch, dass man twittert, dass man Facebook nutzt, dass man das Wissen teilt und dass man danach bloggt. Das ist ganz wichtig.
Also es gibt kein Konferenzband danach, der irgendwie zentral gesteuert wird, sondern jeder der Teilnehmer kann einen Blogartikel schreiben und seine Sessions, die er besucht hat, dokumentieren und das Wissen weitergeben. Und so können nicht nur die Leute, die heute hier sind, vom Barcamp profitieren, sondern jeder Mensch in der Welt kann per Livestream, per Blogartikel oder auch per Tweet daran teilhaben, mitmachen, mitdiskutieren und zuschauen. Und dieses Format liebe ich einfach. Es ist eines der schönsten Konferenzformate, die super zur Digitalisierung passen, die super dazu geeignet sind, Wissen weiterzugeben, ohne Hierarchie. Und deswegen möchte ich, dass ganz viele weitere Barcamps stattfinden. Und wer weiß, vielleicht möchtest du auch mal ein Barcamp organisieren, dann mach's einfach.